Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und die Sky, die hat so ein bisschen Stimmungsknick, würde ich sagen. Schauen wir da mal kurz rein. Sie fühlt sich entsetzlich, hat keinen bestimmten Grund. Stimmung nimmt eher noch ab, wie wir sehen. Ist noch ein bisschen entfernt von der Zusammenbruchschwelle, aber ja, vielleicht geben wir der Sky mal ein bisschen mehr Freizeit, um das mal so ein bisschen abzufangen. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Die anderen sind stimmungstechnisch gut drauf. Überraschend gut. Und hier sehe ich gerade, ist noch ein Stromkabel mit sichtbarem Kabel verbaut. Das würde ich mal ändern. Beziehungsweise, wie läuft das Kabel da überhaupt her? Das läuft oben auch nochmal rum. Wir schließen es hier trotzdem wieder, damit alle Lampen schön kurze Wege haben. Und das ordentlich aussieht. Dann würde ich sagen, werden wir in dieser Folge ein bisschen... Was? Das habe ich sogar im Ohr gehört. Das ist doch nicht so... Was ist denn hier passiert? Hoppla! Ein Stück eines Raumschiffs ist abgestürzt und in der Nähe aufgeschlagen. Ja, in der Nähe ist gut. Das wäre dem Banzo beinahe auf den Kopf gefallen. Hallo? Ist das Dach kaputt gegangen? Das ist ja wohl mal, ne? Das ist ja lebensgefährlich. Also, das ist haarscharf am Banzo vorbei. Ich schätze, wenn es direkt drauf gefallen wäre, dann wäre der auch direkt tot gewesen, oder? Also, die reißen da ab, die Teile. Denn die bringen wunderbar viele Bauteile. Und ich glaube, was ich gerade sagen wollte, dass ich in dieser Folge mal die Solarpanels mache, das bekräftigt sich dann hiermit nur noch. Denn, ja. Ich bin gar nicht sicher. Ich glaube, dass ein Raumschiff Teil 4 oder 8 Bauteile sogar gibt. Man müsste es mal im Auge behalten. So, jetzt wird auf jeden Fall das Dach wieder hergestellt, die Wände repariert. So, und jetzt gucken wir einfach mal. So, 8 Bauteile. Jawohl, 8 Bauteile jeweils. Und hier sind es sogar 9 gewesen. Ja, nicht schlecht. Dann haben wir jetzt, alles ist eingelagert, 99 Bauteile. Und dann werden wir jetzt Solarpanels bauen. Und zwar... der Wald ist ein bisschen im Weg. Wir machen das hier oben hin. Hier ist ein guter Ort. So. Wir lassen auf jeden Fall einen Weg. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück, habe ich ja gesagt, wäre, denke ich, ganz vernünftig. Schauen wir doch mal. Ich denke, das geht schon. Und wir werden auch ein paar Geschütze bauen in dieser Folge. Muss mal gerade schauen, wir haben noch 2000 Stahl. Wir haben aber schon gesagt, dass Neues abgebaut werden soll. Das ist auch schon passiert hier. Die Ader ist schon weg, sehe ich gerade. Oh, eine Vorratskapsel. Was haben wir da drin? Rauchblattjoint. Ach, die lasse ich mal liegen. Da lege ich jetzt nicht gesteigerten Wert. Aber wir müssen weiteres Stahl zum Abbau markieren. Schauen wir mal eben, ob wir hier noch was hier oben wäre. Was, da haben wir eh schon einen Tunnel durch. Uiuiuiui. Das ist aber eine große Ader. Aber dann nehmen wir das. Ist auch relativ nah. Schauen wir mal die Solarpanels, wie schnell das geht. Und dann werden wir jetzt hier abreißen. Wir werden Bauteile hier wiederbekommen. Ein Hase wurde zahm, habe ich gerade auch schon gesehen. Und Verbündete sind auf der Karte aufgetaucht. Na dann, herzlich willkommen. Den Hasen werde ich ja schlachten oder verkaufen. Der bringt wahrscheinlich auch nicht mehr als 15 Silber. Wenn überhaupt so viel. Wenn überhaupt so viel. Ja, sehr schön. Und jetzt gibt es noch einen schönen Boden darunter. Und ja, da war so viel Stahl jetzt gerade abbauen, nehmen wir dann auch einen Stahlboden. Einfach auch, um so ein bisschen zu schonen, unsere Ressourcen für, sag mal schnell,
Ja, so ist das, wenn man sich überlegt, dass man etwas sagen möchte und dann vergisst, was man sagen wollte. Wir wollten Ressourcen sparen für die Wände, genau, weil wir nicht mehr so viele Granitwände momentan haben. Wir geben hier jetzt mal 500 Stahl aus, ungefähr, und bauen hier diese wunderschönen, wie heißen die, Steel Metal Grating, also diese Kacheln mit Rillen, sag ich mal. Und dann ist noch eine Vorratskapsel runtergekommen. Das ist Faultierwolle. Die würde ich sogar reinholen. Ist auch... Nee, liegt nicht vor der Haustür. Aber holen wir trotzdem rein. Denn... Ich sag mal, wenn wir sie nicht selber verarbeiten, dann verkaufen wir sie aber. Schauen wir mal, ob hier sich irgendwas getan. Ich glaube, hier tut sich nichts. 30 Tage waren ja diese dieser Countdown. Ich sehe noch keine neuen Vorkommen. Ich bin aber auch noch nicht mal sicher, ob ich dieses Feature richtig verstanden habe. Zur Not bauen wir das wieder ab. Das waren ja auch, glaube ich, 6 oder 8 Bauteile sogar, die da drin stecken. Ja, wir haben die Solarpanels noch nicht alle abgebaut. Das mache ich jetzt. Ambrosia-Hain. Das habe ich ja noch nie gehört. Das ist offensichtlich neu. Ein Hain der mysteriösen Ambrosia-Büsche ist in der Nähe gewachsen. Wenn du ein wenig wartest, bis die Pflanzen gewachsen sind, kannst du die wohlschmeckende, ergötzliche und geringfügig süchtig machende Frucht ernten. Diese hier sind das. Diese, die aussehen wie ein grünes Tee. Das ist in der Tat direkt vor der Haustür. Die werden jetzt auch nicht wachsen. Es ist nicht die richtige Temperatur, steht da. Naja, aber es wird ja gerade warm. So, also wir haben relativ oft Leute, die hier herkommen. Das heißt, hier würde ich schon mal ein paar Geschütze hinstellen. Hab ja gesagt, das machen wir in dieser Folge. Wenn ich denn noch den Sicherheitsreiter finde, da ist er. Automatische Geschütze. Und zwar 1, 2, 3 würde ich hier mal hinstellen. Pro Ausgang oder Eingang. 1, 2, 3. Wenn die explodieren, beschädigen die alles im Umkreis. Die Wände sind allerdings stark genug, um die Explosion auszuhalten. So, hier noch ein bisschen bauen bitte, dann haben wir es doch. Aber gerade scheinbar, da ist es doch. So, sehr schön. Okay, das ist unser neues Solararray. Die sind schon zum Abriss markiert. Dann können wir jetzt eigentlich auch hier die Wand mal wegmachen. Ich weiß, das ist jetzt gerade ein bisschen umständlich, was ich mache. Aber macht ja nichts. Ihr kennt ja, umständlich mache ich gerne. Und dann bauen wir auch direkt mal neue... Neue Pfeiler. Müsste passen, jawohl. Einer dazwischen, dann hoch. Einer dazwischen... runter. Eine Kältewelle, eieiei. Jetzt müssen wir mal schauen, wie kalt es wird. Auf Erfrierungen achten, machen wir. So. Es wird ja langsam. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir jetzt halt noch so eine extrem kostspielige Lampe hier reinsetzen. Ob wir dann wirklich noch genug Strom haben. Wir müssen erstmal eine Leitung dahin legen, sehe ich gerade. Strom, unsichtbare Kabel, wie haben wir es da gemacht? Einfach direkt bis vor die Lampe, nee, bis auf die Lampe sogar. Machen wir das hier auch. Aber die Lampe versetzt, da werde ich jetzt mal die 5 Grad sein lassen und das nicht korrigieren. Die beiden alten Kabel hier kommen weg. Und ja, die Anbauzone wird eh nicht ganz sein, weil wir hier, ich weiß es wohl, ein bisschen Steine haben. Aber ich wollte auch eigentlich nur noch irgendwas haben, um Baumwolle mal wieder anzubauen. Damit wir die verkaufen können. Wir haben jetzt 1700 Stoff. Stoff lässt sich sehr schön verkaufen. Deswegen pflanzen wir davon mehr an. Der Teufelsgarnpilz
wenn wir ihn nicht zu Kleidung verarbeiten, wird sich auch sehr, sehr, sehr gut verkaufen lassen, weil er halt sehr teuer ist oder sehr wertvoll. Und ja, dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall, ne, schön ist zwar anders wegen dieses Felsens jetzt, aber in Gottes Namen, wir haben auf jeden Fall eine schöne Symmetrie. Ihr wisst ja, da stehe ich drauf. So, machen wir hier noch ein paar Türen rein. Und wenn wir schon dabei sind, jetzt können wir die Tür hier auch vernünftig setzen. Denn jetzt ist diese Mauer weg. Jetzt kann man das schön in die Mitte setzen und es sieht gut aus. Heizkörper, wir haben dort zwei. Dann sollten wir hier auch zwei reinstellen. Und natürlich ganz wichtig, bisher war das ja ein offenes Feld. Wir müssen hier jetzt auch noch ein Dach errichten wieder. Klarer Fall. So. Sonst wächst da bei den Außentemperaturen minus 17 Grad eh nichts. Hier ist es jetzt auch sehr kalt. Es wird jetzt also auch Zeit, dass wir Heizkörper in die Flure stellen. Ja, das erhöht natürlich den Stromverbrauch. Das ist aber nicht schlimm. Denn wir werden bei Bedarf dann einfach Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Es tut mir leid. Ich habe jetzt gerade echt einen Blackout. Ja, das ist mir so in der Form auch noch nie passiert. Ja, Entschuldigung. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ist weg. Tut mir leid. Okay, ich denke, das reicht erstmal an Heizkörpern. Wir haben ja sonst alles warm. Hier ist es auch recht kalt. Ja, hier haben wir die Außenwand direkt. Hier ist auch kein Heizkörper drin, denn wir haben das hier über diesen Raum gemacht. Das ist vielleicht auch ein bisschen wenig. Dann sollten wir hier auch nochmal einen eigenen Heizkörper reinstellen. Vielleicht vielleicht mal hier einfach erst und hier nochmal einen. Wir müssen hier ja noch umbauen. Das ist ja alles noch nicht fertig. Die Schachtische sollen ja eigentlich hier oben hin. Die Skulptur kommt dann hier rein. Der Billardtisch da rein. Aber Billard stört so beim Fernsehgucken. Ich finde, Schach beim Fernsehgucken ist okay, wenn man dahinter so ein paar Schachspiele hat. Das geht schon. Ah, die Circuit Breakers sind da. Das heißt, die besseren Sicherungen. Da machen wir jetzt den Vitalbohrer. Den Vitalmonitor. Da habe ich mich doch hier vom Bohrhof verleiten lassen. Damit wir unsere Krankenstation noch verbessern können. Und ich sehe gerade diese Lampen hier, die haben noch diese hässlichen Leitungen. Aber wir haben ja schon verbessert, also wir haben ja schon neue Leitungen gelegt. Diese hier, ne? Die können wir jetzt so in die Wand versetzen hier. Die suchen sich den günstigsten oder den kürzesten Anschluss. Den haben sie da gefunden. Ja, sollen wir hier schon mal einen Holzboden reinmachen? Ich würde erstmal, wir haben so viel Holz, ich würde hier erstmal Holz reinlegen und dann vielleicht später so Teppich hier unter den Fernsehbereich vereinzelt. Brauchen wir mal wieder einen schönen Holzboden. Ich glaube, was sind das hier für welche? Das sind die Wooden Rough Vertical. Das sind die Wooden Rustic. Wooden Rough Vertical. Das sind so. Das sind die normalen Vertical Planks. Ich nehme mal die und wir gucken mal, wie das aussieht. Ich habe noch keinen Plan. Man hat ja hier immer nur so ein kleines Fensterchen. Das kann dann gut oder schlecht werden. So, Gefängnis. Wir brauchen noch zwei Türen. Eine Granittür hier. Und wir können auf jeden Fall den Plan entfernen. Ich werde das jetzt nämlich nicht hier in Granit umbauen, weil Granit halt eben so ein bisschen knapp ist. Wir müssen mal gucken. Inzwischen dürften die Handwerker ja auch hier unten noch so ein bisschen abgegraben haben. Haben sie auch. Da sind noch Bauteile. Aber es ist leider nichts. Doch, da ist ein Bröckchen. Ein Bröckchen ist hier. Ist alles Granit. Ne? Bleibt aber nur so wenig von übrig. So, Bauteil, wir sind runter auf 68. So schnell geht das da nämlich. Durch die ganzen Heizkörper, durch die Lampe, durch
Ja. Ist halt einfach so. Aber noch sind wir im grünen Bereich. Wir müssen nur jetzt gucken, ob es stromtechnisch reicht. Die zweite Lampe macht halt eben... Ja, die verbraucht ja fast alleine ein Geothermiekraftwerk. Wir könnten noch ein drittes bauen. Hier ist ja noch Platz. So, machen wir jetzt auch. So, fackeln wir gar nicht lang. Baue das Geothermiekraftwerk hier hin. Ja, sollen wir jetzt bei den Wänden einfach umsteigen? Wir haben halt gerade 500 Kalksteinblöcke. Und es sind noch jede Menge im Lager. Ja, wir steigen jetzt auf Kalkstein um. Ist ein bisschen doof, aber wir haben noch nicht so viel hier aus Granit gebaut. Wir könnten die Böden jetzt aus Granit lassen und vielleicht einfach die Wände nochmal machen. Jetzt fliegt mir hier eine Mücke um die Ohren. Ich glaube, ich spinne. Hau bloß ab. So. Nee. Die lässt mich jetzt nicht in Ruhe. Na wunderbar. Zusammenbruch, Verwirrung, wer? Albina, die arme Katze, die an Demenz leidet. Das sieht nicht schlecht aus, sehr gemütlich. Doch, das ist schön. Der Boden gefällt mir wohl. Und ein Waffenhändler im Orbit, den können wir vorbeiziehen lassen. Genau, hier müssen erstmal die Bäume gefällt werden, jetzt fürs Kraftwerk. Und wisst ihr was? Auch wenn das alles furchtbar teuer ist, wir werden jetzt mal kurz die Wand hier abreißen. Wir kriegen ja ein bisschen was davon wieder. Die Wände können dann ja fürs Gefängnis verwendet werden. Ist Schwachsinn. Einige werden mich jetzt wieder für bekloppt halten. Aber ich kann das haben. Es ist ja auch ein bisschen bekloppt. Ich will es nicht leugnen. Nicht zu viel abreißen. Ich lasse hier auf jeden Fall diese Zwischenwände vorerst stehen, damit wir dann die... Damit es das Dach nicht über den Kopf einstürzt. Da ist eine Vorratskapsel gelandet. Oh, Mais. Ja, haben wir schon genug. Nichtsdestotrotz wäre es eine Verschwendung, ihn liegen zu lassen. Also holen wir ihn rein. Weiter geht's. Da steht irgendwo eine Eiche rum. Ich glaube, das Ding können wir aber langsam auch abbauen. Obwohl, im Moment erzeugt 2400 Watt trotz Eiche. Das ist natürlich schon wirklich nicht schlecht. Nee, nicht Holz hacken. Den wollen wir komplett entfernen. Ach, wisst ihr was? Da bin ich jetzt auch leid. Haben wir den Bereich ungefähr? Ja, nicht wirklich. Da noch zwei, da noch einen. So, dann bleibt das Windrad jetzt dauerhaft stehen. Wir setzen einen Boden drunter, dann wächst da nichts mehr. Und dann sind auch alle zufrieden. Der Vitalmonitor ist fertig, das ist gut. Dann, was haben wir denn hier noch? Löschschaum, Entwässerung brauchen wir nicht. Transportkapseln im Moment auch nicht. Mehrläufige Waffen. Bau von Miniguns. Das ist natürlich im Grunde schon schön. Nehmen wir das doch mal. Piratenhändler. Ja, komm. Wir sprechen mal wieder mit einem Händler. Und zwar mit dem Piratenhändler. Können wir denn den Hasen verkaufen? Nein, wir könnten die Skulptur verkaufen. Die ist fertig geworden, sehe ich gerade. Und die bringt uns 297 Silber. Die ist gebaut aus... Ich weiß es gerade gar nicht. Aber die werden wir aufbauen. Was verkaufen wir denn? Gar nichts. Wir verkaufen nichts und wir kaufen nichts. Gut. Aber wenn Satsuki gerade hier ist, dann können wir auch nochmal den Waffenhändler kontaktieren. Vielleicht sieht es da ja anders aus. Nein, nicht wirklich. Okay. So, die Skulptur ist fertig. Dann müsste die hier im Lager stehen. Da ist sie. Lodorki aus Kalkstein. Die ist auch gut geworden. Würde sich ja hier total gut machen. Tja, wo können wir die hinstellen? Die hat eigentlich gar nicht die Form, die ich haben wollte. Ich hatte gedacht, dass ich... Habe ich denn nochmal eine Lodorki gebaut? Ich dachte, ich hätte eine andere genommen. Wo stellen wir sie hin? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Wo stellen wir sie hin? Stellen wir sie erstmal hier hin. Haben die Leute beim Essen einen schönen Stimmungsboost.
Und ja, wir könnten die Vitalmonitor jetzt bauen. Ich will aber noch warten, bis wir das jetzt hier fertig gebaut haben, die Wände neu gemacht haben. Das ist ja jetzt nur eine Frage von wenigen Augenblicken. Noch ein Piratenhändler. So, da steht Ludorki. Da steht sie auch, die ist schlecht. Wisst ihr was? Wir machen das anders. Die schlechte verkaufen wir. Die deinstallieren wir jetzt. Und die lassen wir erstmal hier stehen. Und wir haben noch eine zweite Skulptur, glaube ich, im Auftrag. Das schaue ich mir auch mal eben an. Genau, Smörtige wird nochmal gebaut. Smörtige. Ja. Die lassen wir erstmal fertig bauen. So, Eiche weg. Alle zufrieden. Genau, die Circuit Breaker, die brauchen Plastahl. Das ist ja klar. Das ist ja klar. Genau, endlich mal die Wände abreißen. Hier gibt neue Bröckchen fürs Gefängnis. Das ist jetzt auch fertig. Sehr schön. Naja, schön ist anders. Ich gebe zu, ich habe auch schon mal schöner gebaut. Aber kann ja nicht immer alles hübsch sein. Kalkstein. Schwupp. 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 Kalkstein sieht doch sehr fröhlich aus, oder? 540, 595. Ich bin tatsächlich überrascht. Weiß jetzt nicht mehr, wer den Kommentar geschrieben hat. Aber ja, Kalksteinwände haben ziemlich viele Hitpoints. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Kalkstein also durchaus eine Alternative. So, dann können wir jetzt auch, hoppla, dann können wir jetzt noch eine Kalksteintür von mir aus da reinbauen. Hier. Oh, Großhändler, zwei sogar. Das ist gut, da werden wir mit Sicherheit was los. Nehmen wir zuerst den Strom Interplanetar. Und dann schauen wir mal. Also ich habe gesagt, den Hasen will ich weghaben. Ja gut, der bringt sogar 25 Silber. Ich habe noch 15 gesagt, aber das ist ja schön. Beziehungsweise wird abgerundet, sind 24. Dann das Eichhörnchenleder geht weg. Das Steinbockfell kommt komplett weg. Wir verkaufen außerdem ja, was verkaufen? Genau, die schlechte Skulptur bringt 181 Silber. Die kommt auch weg. Da kriegen wir nochmal eine bessere für. Wo ist denn das? Da ist die Faultierwolle. Die kommt auch komplett weg. Und wir verkaufen jetzt ein bisschen was vom Stoff. Ich würde mal sagen 691, weil wir gerade anbauen. Und jetzt sehen wir halt schon, ne? Das lohnt sich halt. Und darum will ich auch ein viertes Feld haben, damit wir Geld haben. Damit wir ordentlich verkaufen können, viel Geld haben. Können wir denn vielleicht auch was von den Speisen verkaufen? Wo sind sie denn? Nehmen die gar nicht. Die nehmen gar keine Feldfrüchte. Oder? Ach, die Feldfrüchte. Ja, Blödsinn. Die liegen gar nicht im Handelslager, darum könnte ich auch gar nicht gehandelt werden. Da müssten wir dann schon was anderes tun. Ich kaufe nochmal ein paar Bauteile, sofern ich sie finde dort. Der hat 30 Stück, wir kaufen mal 10, dann haben wir 70. Na, wir kaufen 20 Bauteile nochmal und dann kriegen wir 1000 Silber. Das ist, denke ich, ein ganz guter Handel für uns. So, weg mit diesen Wänden. So, mit den Bauteilen, die ich jetzt gekauft habe, werden wir jetzt mal die Werkbank bauen, die wir noch brauchen für die Glasarbeiten. Da gibt es ja noch den Reinforced Glassworks. Der kostet nämlich 10 Bauteile, sehr teuer. Aber den stellen wir jetzt noch hier neben. Und dann können wir nämlich... Ach, da war ja noch der zweite Großhändler.
Ja, ist die Frage, müssen wir den jetzt auch nochmal anfunken? Ich glaube eigentlich nicht. Subdrive-Unternehmen. Ja, wir machen es einfach mal. Gucken mal, ob wir da noch was loswerden, was der andere jetzt nicht haben wollte. Sieht aber nicht so aus. Stahl behalten wir natürlich. Haben wir nur noch 125 Stahl? Tatsächlich, ja, Stahl brauchen wir dann auch dringend neu. Da haben wir jetzt ordentlich mit rumgeaßt. Die ganzen Böden waren entsprechend teuer. Wir könnten nochmal ein bisschen Holz verkaufen. Wir haben 2700. Nehmen wir nochmal 700. Ach, nehmen wir nochmal 1700 aus dem Lager raus. Das gibt nochmal ordentlich Silber. Und wieder viel Platz im Lager. Ja, und wenn wir hiermit handeln wollen, und das war ja eigentlich auch noch Sinn und Zweck des Ganzen, dann müssen wir hier nochmal ein Funkfeuer aufbauen. Das tun wir jetzt. Wir bauen einfach eine Kopie und wir stellen die hier so rein. Es muss ja nicht alles drin sein. Wir könnten natürlich zwei auch aufbauen. Sollen wir zwei hinstellen? Was kosten die? 50 Bauteile, Lager 40 Watt. Das ist lächerlich wenig. Hoppla. Wir bauen einfach zwei. So. Das können wir uns locker leisten. Wird durch die Wand begrenzt inzwischen. Ich glaube, dass das neu ist. Aber ich bin nicht sicher. Von daher will ich es jetzt nicht als neu verkaufen. Ja, hier sind schon ein paar Wände weg. Können wir neu bauen. Wie sieht es denn aus mit Kalkstein? 173 noch. Jetzt haben wir schon wieder fast mehr von dem... Geh weg. Ja, das ist die Mücke. Entschuldigung. Jetzt haben wir schon mehr von dem anderen. Sag mal schnell hier. Ihr wisst, was ich meine. Von dem Granit. So. Mit den Wörtern habe ich es heute auch nicht so. Aber wir haben ja noch jede Menge Kalkstein zum Umwandeln. Da müssen wir halt nur mal einen dran kriegen, dass der das macht. Das heißt, mal ein bisschen mit den anderen Aufgaben sparen. Außerdem machen wir die Kalksteinblöcke mal an Prio 1. Und Granitblöcke stellen wir jetzt gar nicht mehr her. Das nehmen wir raus. Wir werden auch hier das abbrechen. Das werden wir nicht mehr alles abbauen. Ja, hier sind jetzt wieder ein paar. Aber ganz ehrlich, da hier ständig jemand zu binden, der das alles abbaut, muss glaube ich nicht sein. Außer die Bauteile natürlich. Die würde ich schon noch rausholen. Dann nehmen wir mal hier, zack, baue zusammen. Das sind vier Stück. Mensch, die fliegt mir fast in den Mund, diese Mücke. Das ist eine ganz aggressive. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, ich glaube, ich muss mich mal um die Mücke kümmern. Ich würde sagen, wir machen hier Feierabend. Schönen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.